Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Fakes and Fidget Wiki 57, das erste Video, richtig, auf dem Server von mir, um 3.07 Uhr, wer kennt's, ja, 3.07 Uhr ist die beste Zeit, um Fakes and Fidget zu spielen, hands up, wer das auch macht, und das eben vor den Wartungsarbeiten, ja, also wer hier richtig mutig ist, der ist richtig cool. Ich bin gefragt worden, was habe ich auf dem Server vor, und ich spiele den Serverstart eigentlich so wie immer. Ja, ich bin über den Gildenfinder in die Gilde das Königreich gekommen. Habe mich dann ein bisschen auf Level 10 gespielt mit, weiß nicht, ungefähr 15, 16 Prozent Gildenausbau. Mittlerweile sind wir aber schon hier bei 32 und 35. Das ist besser als auf den letzten Server, wo ich war. Für eine Gilde, die ich halt random gejoint bin. Und Level 10, das übliche Spiel, SA pushen. Ich habe diesmal ein bisschen mehr fürs SA gemacht als auf dem anderen Server. 35% bin ich jetzt angelangt. Habe Level 25 halt erspielt und werde jetzt wahrscheinlich heute noch im Laufe des Tages mich so ein bisschen mal full equippen und ein paar Dungeons machen. Ich will den dritten Dungeon vielleicht, also so versuchen, relativ durchzuspielen. Vielleicht bis Level 40 zu kommen. So, das ist jetzt erstmal so mein grober Plan. Wie lange ich hier spiele, weiß ich noch nicht. Das ist noch komplett offen. Und wir gucken uns jetzt den Server gleich mal an. Vorher introducen wir erstmal die derzeitigen Players to Watch. Und ich überlege gerade, habe ich nicht einen vergessen? Warte mal, ich habe Justin gar nicht eingeladen. Justin, wieso? Justin müssen wir auf jeden Fall einladen. Der gehört noch hier zu. Ich habe Shy von den Goodfellas. Er hat seinen Text geändert. Der hatte einen richtig lustigen Text drin. Jetzt hat er geschrieben, the most unlucky char I've ever played. I was top one going AFK. Weiß nicht mehr, was er vorher stehen hatte. Ich habe mir das deshalb aber gespeichert für das Video. Der hatte irgendwas aufgezählt. Das war mega lustig. Ich weiß es nicht mehr. Shy, ja, ist jetzt kein Player to watch, aber schade. Davalon haben wir dabei. Ja, der spielt Magier und der war auch bei dem Livestream Official dabei. Level 28, 46% SA. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er wollte gucken, was so geht mit Magier. Tag 1 sagt noch nicht viel aus. Hat wahrscheinlich Tag 2 auch noch nicht großartig gespielt. Schauen wir uns an. Ja, was geht bei Magier? Aber ich sag mal, wenn er Lust hat, ist er Top 3, denke ich. Oder vielleicht nicht am Serverstart, aber so mittelfristig, Top 3. Justin. Achso, übrigens die Gilde Dynamo Gießkanne. Ich glaube, die werden wir vielleicht, wenn es so weitergeht, früher oder später noch öfter hören. Justin aus der Halle der Helden. Will grob Free-to-Play spielen, hat aber wohl ein Paket geholt. Das eher Starter-Paket, das hat er aber auch angekündigt. Ansonsten will er jetzt, glaube ich, nicht pilzen. Auch Level 25, hat einen schönen Stab hier bekommen. Geht quasi in Flammen auf. Also solide Leistung für den ersten Tag, ist also auch gar nicht so übel. Das lässt sich sehen. Also auch wenn jetzt nicht so viele Pilze folgen, guter Start, Festung ist dabei. Dann haben wir den Stranger. Der Stranger auf der Bananenplantage. Ja, Bananenplantage ist wichtig. Wichtig ist gut. Ich komme aus dem Osten. Da war das früher ganz, ganz schwierig. Level 27er Krieger mit 40% SA immerhin auch schon. Hat auch schon sich Items besorgt, die alle einen Slot farmen. Wird jetzt wahrscheinlich irgendwann damit anfangen, die Mine zu nutzen, um Steinchen reinzubammeln und vielleicht auch noch ein paar Pilzchen hier auszugeben. Hat keine gute Beschreibung. Schade. Dann Waldemar bei Ziernotz Seni. Eine relativ oftmals auftretende Gilde im internationalen Bereich. Spielt hier Level 20. Ich glaube, er hatte geschrieben, dass er was hat er denn geschrieben? Was hatte er geschrieben? Hatte er mir hier Free to play und no professional. 2 Wochen lang will er den spielen. Naja, schauen wir mal. 2 Wochen Free-to-Play, ich werde ja das ein oder andere Mal da nochmal reingucken. Und jetzt schaue ich mal noch, ob wir jemanden vergessen haben, weil mir gerade auffällt, dass ich nur die nicht beantworteten Kommentare gelesen habe.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen vergessen habe. Wo ist er? Okay, das Video lädt. Aber nicht gut. Ja. 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 Stimmt, ich habe wirklich noch zwei Leute vergessen. Meine Vorbereitung war gerade on point, ey. Tobi Five, auch oft gelesen. Kannst du mich auch in den Möchtern ein Projekt machen, welches ich auf S1 schon mal probiert habe. Welches Level kann man erreichen, wenn man so schlecht spielt, wie es geht? Also nichts gehen, keine Ausrüstung. Ja gut, kannst natürlich Daily Login schaffen. Aber du musst natürlich auch Alu spielen. Das sieht jetzt so aus, als wenn du gar keine Alu gespielt hast. Werden wir dieses Projekt sehen oder ist es schon abgebrochen? Hä? Große spannende Frage, sehen wir in der nächsten Folge. Und dann kommen wir noch zu einem, ja, den habe ich auch vergessen, der mal gucken will, was so geht mit dem Dämonenjäger vor W60. Universe, ja, der ist auch gerade Rang 1, der Kollege. 106. First time she exited. okay. Am ersten Tag hat er Level 62 erspielt. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ah, Level 62, okay. Dann ist er auf jeden Fall, er hat das irgendwie auch geschafft, auf Level 40 den Dungeon Key zu kriegen. Also das, ja, interessant. Also wenn er dem jetzt folgt, dann wird es Level 2 Rekord geben. Ich weiß gar nicht, Level 2 sage ich schon, Day 2 Rekord geben. Jetzt ist er gerade 106. Ich denke, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, da kommt noch was. Da muss die natürlich Dungeons packen und ja, ich denke, da ist er auch gut dabei. Zusätzlich sehen wir auch gleich, weil er eh der Letzte in der Players to Watch ist, dass, ja, es sind einige Dämonenjäger dabei, relativ weit oben gegebenenfalls. Melendez sehen wir hier noch. Ich glaube, gehört zu haben, dass er ungefähr 8k Pilze ausgegeben hat für Level 40. Oder ich weiß nicht, ob es dann noch mehr waren. Dann haben wir noch Vanilla hohen Level dabei. Dann sehen wir ein paar Scouts. Aber da weiß ich alles nicht, was ist Tag 1 passiert, was ist Tag 2 passiert. Endless Story scheint hier auch eine Gilde zu sein, die weit vorne dabei sein könnte. Demoralize hat man auch schon oft gesehen. Dann haben wir eben Dynamo Gießkanne hier auch vertreten oben. Die Halle der Helden haben wir schon gelesen. Goodfellas. Aber einige Gilden deutsch, oder? Ja, muss man so sagen. Ach, hier, guck mal, Turor. Wenn das der Turor ist, spielt ja auch noch einen Dämonenjäger auf Level 76. Endless Story, keine deutsche Gilde, soweit, wird hier aber ein Problem haben, also langfristig, also je nachdem, was da mit den anderen Gilden passiert, jetzt, Stand jetzt, scheinen sie auf der 1 zu sein, wird man sehen, wie das weitergeht. Marici habe ich auch schon öfter gelesen bei einigen Serverstarts und wir haben auch die Beobachter, der wieder dabei, ist ja auch Dauerbrenner auf allen Servern, also na hier, W5, W41, W44, W51, W52, W55 und S43. Und auf W41, auf W52, W55 und S43 habe ich hier auf jeden Fall auch in der Analyse gelesen oder gesehen. Ja, also das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob die hier wirklich W5 mal oder W50. Ich hätte gedacht, auf W50 auch Beobachter gelesen zu haben. W50 wird ja jetzt auch irgendwie ein Jahr alt anscheinend. Da müssen wir auch nochmal reingucken. Aber so viel erstmal dazu. Man kann Tag 1 noch nicht so viel sagen. Die Players to Watch is real. Wer noch Bock hat, schreibt mich an. Nehmen wir ihn mit auf. Ja. Und ich bin gespannt, was hier passiert. Final haben wir 22.000. Ja, das ist auch so ungefähr grob so wie immer, würde ich behaupten. Lässt sich noch nicht sagen, wie der Server insgesamt aussehen wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, falls ihr es noch nicht wusstet, gebt Hanrizzle 57 bei Coupon ein. Dann kriegt ihr 57 Pilze.
Mount 50% und ein Potion of Life. Aber das geht nur, wenn ihr Level 20 seid oder niedriger. Und das geht nur, wenn ihr noch keinen anderen Code auf diesem Server W57 benutzt habt. Der geht nämlich nur auf W57. Deshalb, ja, danke für den Support. Haut rein, macht er tschüss und Servus. Euer Basch.